Alba-Wohlam, Sikeş-Feerwa gegen Izi-Kazi heißt 9. gegen 1. und der Tabellenführer aus Klagenfurt wird zu Beginn seinem Ruf gerecht. 6. Minute, 1:0 für die Gäste aus Klagenfurt, Mike Craig im Powerplay mit der Führung. Kurze Zeit später kommt es dann zu diesem bösen Check von Arpad Michaili in der 7. Minute und der erhält auch dafür eine Mitstrafe wegen Check gegen den Kopf der Rumäne, also vorzeitig unter der Dusche. Nur 2 Minuten später dann aber dieser sehenswerte Alleingang von Christian Baljkovic und der schließt auch perfekt ab sein 3. Saisontor in der 8. Minute, das 1:1. Auf der Gegenseite aber schon wieder der KC mit der Führung erneut im Powerplay durch Jeffrey Jens nach Assist von Peter Redchuk und die Rotjacken liegen jetzt nach. 19. Minute, Markus Biermann mit dem 3:1 und somit der beruhigenden Pausenführung für die Klagenfurter. Hinein in das 2. Drittel. 23 Minuten gespielt und der KC wieder mit dem besseren Start. Gregor Hager mit dem 4:1 und damit baut der Rekordmeister die Führung aus. Aber ab diesem Zeitpunkt wendet sich dieses höchst unterhaltsame Eishockeyspiel. Alba Wohlam bekommt den KC immer besser in den Griff. Das hier war das 2:4 durch Balázs Ladinier. Und jetzt könnte man sogar noch näher herankommen, aber die Ungarn scheitern immer wieder am starken Kyoto. Der ist dann aber auch 120 Sekunden später chancenlos. Das 3:4 erneut im Powerplay. Der KC kassiert in dieser Phase viel zu viele Strafen. Alba Wohlan jetzt drückend überlegen und nachdem Balázs Ladinier das 3:4 zieht, hat, macht es Marton Vash ebenso gut in der 39. Minute das 4:4. Die Zuschauer jetzt auch euphorisch. Das 3. Drittel. Wieder gelingt dem KC der bessere Beginn und Dieter Kalt krönt diese Phase in seinem 600. Spiel in der Erste Bank Eishockey-Liga mit dem 5:4. Das Ganze in der 47. Minute. Ulf Weinstock natürlich auch entzürnt über die Anfälligkeit in der Defensive. Aber der Head Coach sollte doch noch einmal jubeln. Minute 57. Juraj Durčo, der 33-jährige Slowake, schießt Alba Wohlan in die Overtime. Und die hat es in sich. Beide Mannschaften riskieren viel. Die Klagenfurter beweisen aber einmal mehr ihre Effizienz vor dem Tor. David Schuller nach Assist von Dieter Kalt mit dem 6:5 und damit dem Lucky Punch in der Verlängerung. Der KC bleibt Tabellenführer. Alba Wohlan im Keller.